Die elektronische Schülerzeitung. An was für einem Stand sind Sie hier tätig? Was ist hier Ihre Aufgabe? Für was machen Sie Werbung? Das ist der Stand vom Katharinenhof. Wir sind ein Unternehmen, was in der Altenpflege tätig ist und Seniorenresidenzen in ganz Berlin und Brandenburg aufgebaut hat. Und ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr und mache meine Ausbildung halt zum examinierten Altenpfleger. Und was erhoffen Sie sich jetzt von diesem Stand? Also was möchten Sie erreichen? Unser Ziel ist es, möglichst viele Auszubildende für die Pflege zu gewinnen, da wie im Erziehungsbereich auch in der Pflege ein Fachkräftemangel herrscht. Und wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird sich definitiv für die Senioren unserer Generation und auch der weiteren gewaltige Probleme entwickeln. Oh, on. Los. Mein Name ist Tom Franke, ich bin Polizeibeamter der Polizei Brandenburg, ansässig an der Fachhochschule der Polizei, zuständig für die Nachwuchswerbung der Brandenburger Polizei. Was machen Sie da? Die Nachwuchswerbung bedeutet, dass wir junge Leute versuchen anzusprechen und für den Polizeiberuf zu begeistern, um dann in der Polizei Brandenburg zu arbeiten und dafür sorgen, dass genug Polizisten auf der Straße sind. Also das wollen Sie hier anscheinend auch auf der JU erreichen. Finden Sie da viel Anspruch in den Jugendlichen? Ja, also gestern war schon ein Kollege von mir hier, der hat gesagt, er hatte die ganze Zeit zu tun. Also es interessieren sich viele Leute für die Polizei. Das einzige Problem, was wir haben, wenn wir 6.000 Bewerbungen haben, bleiben am Ende nur 300 Stellen, die zu besetzen sind. Und viele der Bewerber haben nicht die Qualität, die wir uns wünschen. Ein bisschen bessere Deutschkenntnisse würden wir uns wünschen, ein bisschen mehr Sportlichkeit. Da scheitern manche in unserem Auswahlverfahren dran. Die elektronische Schülerzeitung.